Es bewegt sich was im deutschen Handball, seit er da ist. Henk Kroener, der Niederländer, im zweiten Jahr Bundestrainer, ein kommunikativer Fachmann. Ein neues, junges Team hat er aufgebaut, das sich vor allem auf die Defensive um Torfrau Dina Eckerle verlassen kann. Im Spiel heute allerdings glänzte anfangs jedoch eine andere, Tess Wester, die zahlreiche Würfe der deutschen Mannschaft parierte. Von Beginn an eine enge, umkämpfte Partie, weil Deutschland Chancen ausließ und die Niederlande abgeklärt spielt. Das Gros des Teams kennt sich noch aus der Zeit unter Gruner, das ist 3 Jahre her. Kelly Dulfer, sie spielt in Dortmund in der Bundesliga. Und das deutsche Team, wenn was ging, damit Tempo über die Halben. Maren Weigel aus der Bewegung heraus, immer noch 2 Tore zurück. Weiter viel Tempo im Spiel, Abwurf Eckerle, Pass genau. Kim Neitzina Vizios, Anschlusstreffer, das ist große Klasse. Den muss man erst einmal so spielen, so annehmen und auch verwerten können. Auch im zweiten Abschnitt, beide Teams in den ersten Minuten lange Zeit auf Augenhöhe. Das Team von Henk Kroener, jedoch jetzt im Abschluss wesentlich effizienter. Wieder Neitzina Vizios, 16:14. Sie vom deutschen Meister aus Bietigheim. Emanuel Mayona, Niederlands Trainer, erst seit diesem Jahr an der Linie, ziemlich frustriert. Und eine, die hat inzwischen richtig Spaß am Spiel, Dina Eckerle. Von Minute zu Minute immer stärker. Hinten Eckerle und vorne Emily Bölk. 1-gegen-1 Situation. Jubel auf der deutschen Bank. Nächster Angriff. Ähnliche Situation, nur auf halb rechts. Alicia Stolle. Deutschland jetzt mit 3 Toren vorne. Es könnte was gehen. Wie im letzten Test gegen die Niederlande im März, da konnte man gewinnen. Doch noch sind 13 Minuten zu spielen. Und was kommt vom WM-Dritten 2017? Das wieder Eckerle. Der direkte Gegenzug. Stolle mit links. 5 Tore Vorsprung. Auszeit Niederlande. Mayona fordert mehr Bewegung, mehr Aggressivität im Spiel. Deutschland wird nervös, lässt sich von der Hektik anstecken, vom gebundenen Spiel nichts mehr zu sehen. Die Niederlande scheinen in die Partie zurückzukommen. Kelly Dulfer mit ihrem 4. Treffer. Gruner nimmt jetzt bewusst die Auszeit. Und auch daran erkennt man einen erstklassigen Trainer. Okay, pass auf. Ich will nur unbedingt eine Auszeit nehmen. Ruhe bewahren, keine Hektik. Die wollen Hektik reinbringen, wir bewahren Ruhe. Ruhe in dieser Situation gegen ein Team, das seit der WM 2015 immer Medaillen gewonnen hat. Schwer vorstellbar, die Niederlande weiter druckvoll. Kramer, nur noch 2 zurück. 1:10 noch auf der Uhr. Das deutsche Team hat den Ball. Amelie Berger. Durch den Kreis auf Antje Lauenroth. Es ist die Entscheidung in dieser Partie. Deutschland besiegt die Niederlande mit 25:23. Der Traum von Olympia und dem WM-Halbfinale rückt damit immer näher. Wir haben schon im Verlauf des Turniers gezeigt, dass wir dieses Turnier eine super starke Abwehr stellen mit einer überragenden Dina hinten drin. Und denke, das war heute auch der Grundstein, warum wir hier 2 Punkte geholt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir einfach so gefightet und so zusammengestanden und einfach, wir hatten so einen Teamspirit und haben das so erkämpft, uns diese 2 Punkte. Und ich bin einfach mega stolz auf die Mannschaft. Dina Eckerle gerannt für den ersten Pflichtspielsieg Gruners gegen sein Heimatland. Am Ende auch ausgezeichnet zur Frau der Partie. Nächster Auftritt schon morgen gegen Serbien, wo der WM-Lauf der Deutschen weitergehen soll.